Die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist: Wie bist du überhaupt zum VfL gekommen? Oh ja, ich bin zum VfL gekommen. Da kam irgendwann mal der Klaus Glahn zu mir nach Hannover, vielmehr auch zu meinen Eltern. Und der Klaus Glahn ist ja ehemaliger Wolfsburger, der auch noch bei Wolfsburg wohnt. Ja, und der hat meine Eltern gefragt, ob ich nicht für Wolfsburg in der Bundesliga kämpfen möchte. Und ja, dann habe ich mir das angeguckt. Ich bin mehrere Male zum Training nach Wolfsburg gefahren. Späterhin dann regelmäßig zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, weiß ich noch genau, immer genau 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück. Ja, und dann bin ich in Wolfsburg in der Bundesliga gelandet. Und muss auch sagen, gleich vorweg, ich habe nie für einen anderen Verein gekämpft. Das Nur ist sehr gut, genau richtig. Und was sind so vielleicht auch Erinnerungen, die du an den VfL hast? Und welche Rolle hat vielleicht auch der VfL in deiner Karriere gespielt, speziell? ja, also ohne jetzt den VfL Honig ums Maul zu schmieren, der VfL Wolfsburg war für mich damals eigentlich das Wichtigste. Ohne den VfL wäre ich nicht so erfolgreich geworden, weil es gab eine, ich sag mal, eine hammerharte Trainingsgruppe in Wolfsburg und man nannte uns auch die Wölfe, wenn wir irgendwo auftauchten zur Bundesliga, weil wir, ich sag mal, einen sehr, sehr harten Griffkampf gemacht haben damals. Die Judoka wissen, was das heißt. Und auch so sehr, sehr robust in unserer Kampfesweise waren. Und von daher habe ich da die Härte gelernt. Also ehrlich gesagt, die Härte, die man braucht in so einem ja, Zweikampfsportart, die habe ich da gelernt. Ich habe den harten Griffkampf gelernt, damals von James Rohleder, Wulperhorst, Giacomo Komosinski, Sühil Yeselnur und wie sie nicht alle heißen. Natürlich auch von Axel van der Gröben, der auch mit bei uns gekämpft hat, der war ja auch lange Jahre da. Ja, und somit habe ich glaube, insgesamt um die 12, 13 Jahre Bundesliga nur für Wolfsburg gekämpft, obwohl ich mal ein anderes Angebot bekommen habe oder andere Angebote bekommen habe, war mir Wolfsburg immer lieb. Und von daher war das mein einziger Bundesliga-Verein, für den ich je gekämpft habe. Sehr schön. Ja, Angebot hin oder her, es gibt ja nur den VfL, Ja, ne? damals ja, damals auf jeden Fall, ja. Und dann hast du es ja auch sogar 1984 nach Los Angeles geschafft. Und wie hattest du ein Gefühl, dass du Gold kriegen kannst, oder war das so für dich eine komplette Überraschung? Nein, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Gold kriegen kann. Aber ich war damals durch das Training mit den Wolfsburgern, aber auch durch die Turniere, die davor waren, so selbstbewusst, dass ich das Gefühl hatte, wenn alles gut läuft, dann kann ich in die Medaillenränge kommen. Bronze könnte ich erreichen, ja, wenn alles top läuft. Ja, und das Schlimme war ja noch, dass Sühil Yeselnur, mit denen ich auch noch in Wolfsburg immer gekämpft und trainiert habe, dass der auch noch zu den Olympischen Spielen gefahren ist für die Türkei damals. Und da habe ich mir mehr vor in die Hose gemacht, dass ich gegen den wohlmöglich noch kämpfe, weil das war damals so ein starker Kämpfer, gegen den hätte ich verlieren können. Sühil Yeselnur, ja, und aber an dem Tag lief ganz einfach so optimal, so perfekt, dass ich am Ende des Tages mit 6 gewonnenen Kämpfen auf einmal ganz oben gestanden habe. Aber ich muss trotzdem sagen, dass Wolfsburg einen großen Anteil daran hatte. Und das habe ich, ich bin immer sehr dankbar für gewisse Sachen. Und ich war dankbar dafür, dass ich für Wolfsburg kämpfen durfte. Und von daher, wie gesagt, bin ich auch immer da geblieben. Sehr schön. Und wenn man jetzt so, man hört ja manchmal bei Sportlern, es ist immer schwer, etwas direkt zu realisieren und das irgendwie auch in den Kopf reinzukriegen. Aber wann war es denn bei dir so weit, dass du richtig realisiert hast, ich habe gerade einfach Olympia Gold gewonnen? Kann ich dir genau sagen. Das hat über ein Jahr gedauert und es war dann vorbei bei mir, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, wo ich wieder besser gekämpft habe. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich habe nach dem Olympiasieg, bin ich zwar im selben Jahr noch deutscher Meister geworden, aber ich habe keine internationale Medaille mehr gemacht, danach ein Jahr lang nicht. Weil ich nur noch damit beschäftigt war, mir vorzustellen, dass ich Olympiasieger bin und dass ich ja anscheinend der Beste der Welt bin. Bis ich denn wirklich realisiert habe, dass ich nicht der Beste der Welt bin, sondern dass ich mal der Beste an einem Tag war. Und das muss man erstmal verstehen. Hätte ich vielleicht einen Tag später gekämpft, wäre ich im ersten Kampf rausgeflogen oder im zweiten.
Aber dass ich nun an dem einen Tag meinen absoluten Top-Tag hatte und tatsächlich 6 Kämpfe hintereinander gewonnen habe bis hin zum Finale, damit muss man fertig werden. Und ich brauchte wirklich über ein Jahr dafür, bis ich so ein Gleichgültigkeitsgefühl bei mir einstellte. So ein Gleichgültigkeitsgefühl, dass ich mir immer wieder gesagt habe, es ist jetzt völlig egal, wenn ich jetzt zum nächsten Turnier gehe, ob ich einen Kampf oder mehrere Kämpfe mache. Ich will einfach mein bestes Judo zeigen. Und wenn man dann einfach weitermacht, dann findet man irgendwann wieder zu seiner Leistung. Ich habe einfach in meinem Kopf viele, viele falsche Gedankengänge gehabt, wie man das auch bei anderen Leistungssportlern manchmal so sieht. Der eine kommt direkt damit klar, aber ich brauchte über ein Jahr, bevor ich wieder, ich sag mal, auf den Boden der Tatsachen zurückkam und bis ich das denn recht realisiert hatte, aber auch dann auch vergessen habe. Weil wenn man daran immer denkt, dann das kann einen total bekloppt machen und dann kann man seine Leistung eben nicht abrufen. Man muss immer frei, locker auf die Matte gehen. Klingt zwar ein bisschen komisch, ja, frei, locker im Zweikampfsport. Klar, mit so einer gewissen Aggressivität, gesunden Aggressivität, aber man darf auf keinen Fall sich irgendwie immer in so eine Favoritenrolle reinbringen, weil man ja mal einmal ein Turnier gewonnen hat, ist man noch lange nicht bei dem nächsten Turnier der Favorit. Überhaupt nicht. Okay. Und wie war das dann hier in Wolfsburg, als du zurückgekommen bist? Wie wurdest du hier in Empfang genommen? Also du hast ja was auch, sag ich mal, für die Stadt geholt. Also ich muss natürlich sagen, das war für mich ein Riesenempfang in Wolfsburg, als die alle Wolfsburger nach Hause kamen von den Olympischen Spielen. Sind wir denn zum Bürgermeister gefahren? Ich bin mit so einem Cabriolet, VW-Cabriolet, weiß ich noch, klar, VW, Wolfsburg. Die Bilder habe ich auch noch im Kopf und ich habe es auch tatsächlich eingeheftet in so Fotoalben. Ja, und dann stand ich dann da oben am Rathaus auf so einer Empore und unten waren viele Leute, natürlich jetzt keine Zehntausende, aber ich sag mal 1.000, 2.000 Leute waren da, haben uns empfangen und das war schon sehr schön. Dann habe ich auch die Goldene Stadtplakette bekommen von Wolfsburg, ich glaube, das war dann aber später. Und dieser Empfang, der hat mich immer sehr berührt und obwohl ich auch von anderen Vereinen dann teilweise wirklich ein besseres Angebot bekommen habe oder auch mal, ja, willst du nicht für uns kämpfen, ist mir dieser Empfang immer in Erinnerung geblieben. Ich habe gesagt, nein, ich hänge an Wolfsburg, ich bin Wolfsburger, weil ich auch Niedersachse bin, ich komme ja aus Hannover. Und ich bin einfach so, dass ich sehr treu bin, auch in anderen Sachen. Also auch sehr beständig in meiner Meinung und nicht immer mal das und jetzt mal wieder woanders. Das habe ich nie gemacht. Oh, sehr schön. Und jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr gefeiert oder? Ja, natürlich haben wir gefeiert. Ich habe natürlich erstmal in Los Angeles für mich gefeiert. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich weiß noch, dass ich bei der Dopingkontrolle habe ich mich dann irgendwann ganz ausgezogen. Also ich saß nur noch in Unterhose da. Und damals durfte man noch Bier trinken bei der Dopingkontrolle. Und dann habe ich Bier getrunken. Und weil ich so verkrampft war, konnte ich lange nicht auf Toilette gehen. Oder weil immer einer neben mir stand. Dann habe ich mich irgendwann in die Dusche gestellt, splitternackt. War natürlich auch schon ein bisschen angetrunken, bis ich dann irgendwann kurz vor Mitternacht, also 3-4 Stunden später, endlich meine Dopingkontrolle hatte und abliefern konnte. Also das war so meine erste kleine persönliche Feier. Dann habe ich die Nacht alleine verbracht. Ich bin tatsächlich aus einem olympischen Dorf und bin nach Venice Beach gefahren. Oder ich habe irgendwo habe ich die ganze Nacht verbracht, aber für mich alleine. Und als ich dann nach Wolfsburg kam, haben wir natürlich gefeiert. War ganz einfach ein toller Empfang mit dem Bürgermeister und den ganzen Leuten, die da waren, ist einfach sehr respektvoll gewesen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil Wolfsburg ist ja auch nur eine kleine Stadt, aber eine berühmte Stadt. Aber trotz alledem haben die ganz schön was auf die Beine gestellt und ja, die haben mich immer sehr, sehr familiär behandelt, sage ich mal so. Und das ist wichtig, also das muss ich sagen. Das hat mir sehr gut getan. So. Das ist doch schon mega. Also. Und wie war das so mit der generellen Medienaufmerksamkeit? Also ging das dann durch ganz Deutschland? Ich sag mal so, unser Alter ist mit den sozialen Medien aufgewachsen und so mit komplett Internet, wo wir uns immer ja schon alles herausholen konnten. Aber damals muss das ja viel dann durch TV und Presse gewesen sein.
Ja, also damals war es wirklich so, persönliche Kontakte. Persönlicher Kontakt zur, Bild-Zeitung, persönlicher Kontakt nach Wolfsburg, die Presse, ich weiß, was gab es alles, Wolfsburger Allgemeine, Wolfsburger noch was. Und das waren alles persönliche Kontakte zu den die Leuten, die tatsächlich geschrieben haben. Und die haben, so wie ihr jetzt, einfach auch ein Interview geführt. Ja, wo ich gar kein Typ wäre, auch heutzutage nicht, weil ich mich kenne, ich wäre niemals in so sozialen Medien drin, weil das hätte mich persönlich immer sehr unter Druck gesetzt. Ich habe immer besser gekämpft, wenn ich weit weg war von Deutschland, wo mich keiner kennt, wo mich keiner sieht. Das war damals sehr schön und darum habe ich auch nie im Vorfeld gesagt, ja, auch der Presse nicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich da Dritter, Erster oder irgendwas werde. Das habe ich nie gemacht, weil ich mich da selbst hätte unter Druck gesetzt. Ich kenne mich ja, ich weiß ja, wie ich bin. Ich war immer eher so einer der Understatement, der eigentlich tief gestapelt hat. Naja, guck ich mal und vielleicht gewinne ich ja 2 Kämpfe oder 3. Ach, hör doch auf, du hast so gut trainiert, du hattest Bronze oder Silber ist da drin. Nee, sag ich, Moment. Also ich habe immer eher tief gestapelt. Dass, von daher hätte mir das, was heute so eigentlich läuft bei eurer Generation, oder auch jetzt bei den aktuellen Top-Judoka in Deutschland, das hätte ich nie gemacht, das weiß ich. Auch zur heutigen Zeit nicht, weil ich da nicht der Typ bin, da wäre ich nur für mich gewesen. Ich habe dann immer nur Interviews gegeben oder bin in die Öffentlichkeit gegangen, wenn ich ein Resultat vorweisen konnte, aber nicht im Vorfeld. Ja, aber ich finde, Bescheidenheit macht immer sehr sympathisch und nimmt ja auch viel Druck so von einem selber weg, ne? Weil wenn man groß ankündigt, dann muss man auch liefern. Das ist, da können die meisten nicht standhalten, finde ich. So. Genau so wollte ich es ausdrücken. Du hast es viel besser ausgedrückt als ich. Nein. hatte denn die Medaille oder die Medaillen vor allen Dingen, hatten die auch so einen Impact auf dein Leben nach der Karriere? Oder ja, natürlich. War das auch, also, ja, jetzt... ich bin, sage ich mal, eine ganz einfache Persönlichkeit. Also das hat mich immer beeindruckt, die Medaillen. Ich kann das bis heute manchmal gar nicht begreifen, dass ich an dem Tag, eigentlich an 2 Tagen, so eine tolle Leistung gebracht habe. Aber es hat mein ganzes Leben natürlich beeinflusst, wirklich. Also ohne den Olympiasieg wäre ich ein ganz anderer Mensch geworden. Ich sage mal so, was viele nicht wissen, ich habe früher gestottert. Ich konnte nicht vor Menschen sprechen, ging gar nicht. Wenn ich in der Schule was vorlesen musste, ging gar nicht. Mhm. Wenn ich ein Referat halten musste, habe ich mich eher davor gedrückt. Heutzutage ist das ja gang und gäbe bei euch in der Generation. Ich kenne das ja bei meiner Tochter und bei meinem Sohn. Ja, also ich wäre ein ganz anderer Typ gewesen. Aber dadurch, dass ich jetzt auch nicht jetzt... so ein Typ bin, der sich drückt für gewisse Sachen, habe ich auch Medienauftritte dann irgendwann mal so hinbekommen, dass ich mit mir auch zufrieden war. Also ich war ja bei Michael Schanze, bei Thomas Gottschalk, Wetten, dass. Ich war in Sportschaus, ich war in anderen Kindersendungen. Ja. Ich meine, wenn ich das alles jetzt mal so sehe, so hintereinander, dann war ich sehr viel damals in den Medien drin und das hat mir dann auch ganz gut getan, aber ich war immer mein Grundsatz treu, erst dann, wenn du was erreicht hast und nicht vorher immer groß rumpoltern und dann vielleicht, hast du ja so schön gesagt, dann setzt man sich auch nicht so unter Druck und es ist auch schöner, mit den Erfolg immer zu erklären und nicht im Nachhinein erklären, ja, ich habe verloren und vorher groß angekündigt, ja, ich will das und das erreichen. Ich bin nicht so ein Typ, ich bin eher so ein bisschen ruhiger, aber wenn ich was erreicht habe, erzähle ich auch gerne drüber. Ich glaube, wenn ich Olympia Gold gewonnen hätte und Silber, dann würde ich da mein ganzes Leben lang nur von erzählen. Ja, es ist natürlich schon, also man kann das so nennen, es ist schon wie ein Doktortitel, das kann man sagen. Also der Name wird dann immer mit den Olympiasieg in Verbindung gesetzt. Ach, du warst doch mal der und sag mal, du hast doch mal. Ja, das geht auch heutzutage noch so. Ich wundere mich manchmal, egal wo ich bin, ob ich im Krankenhaus oder beim Tierarzt oder egal wo. Ne, ich kenne Wienicke, ich kenne nur ihren Namen, habe ich schon mal gehört. Natürlich bin ich jetzt nicht so bekannt, ja, aber dadurch, dass ich natürlich 10 Jahre lang in der Nationalmannschaft gekämpft habe und danach noch Bundestrainer geworden bin und auch noch 15 Jahre als Bundestrainer gearbeitet habe, ist der Name schon so,
mit Judo über 30 Jahre immer wieder mal aufgetaucht. Ne? Und das passiert jetzt auch mit dem Ole Bischoff. Ne? Der Ole Bischoff ist ja auch ein Olympiasieger, den durfte ich ja betreuen zu den Olympischen Spielen. Nur beim Ole wird es irgendwann mal so sein, weil er nicht mehr in dem Metier arbeitet, wird sein Name irgendwann in Vergessenheit geraten. Irgendwann mal, weil er nicht mehr so dabei ist. Ne? Oder die Leute, die nicht mehr dabei sind. Bei mir war einfach der Vorteil, dass ich jetzt heutzutage immer noch im Sport arbeite. Okay. Ja, du hast ja gerade schon angeschnitten so ein bisschen, dass du heute auch noch im Sport tätig bist. Was machst du denn genau jetzt mittlerweile? Ja, ich arbeite an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das heißt, ich mache es ganz kurz, da kommen die besten Trainer aus Deutschland hin, außer Fußballtrainer. Die haben ja in Frankfurt ihre eigene Trainerausbildung. Und wir sind die Trainerakademie und jeder Trainer, der Top-Trainer in seinem Verband ist, Ski, Karate, Handball, Volleyball, Leichtathletik, völlig egal, in welcher Sportart, alle olympischen Sportarten, schicken ihre Trainer zu uns. Das sind pro Jahr nur 30 Trainer pro Jahr. Und ich habe jetzt zum Beispiel die Claudia Pechstein, die ist in meinem Kurs. Die Claudia Pechstein kennt man ja, die ist fünffache Olympiasiegerin, die wird jetzt in Peking ihre 8. Olympischen Spiele laufen als Schnelllauf. Und ja, ich hatte solche Leute wie Martin Schmidt, der Skispringer, oder Hackel George ist bei uns gewesen. Ne? Solche Typen, die kommenden oder solche Menschen, sehr, sehr erfolgreiche Sportler, die dann späterhin auch die Trainerlaufbahn einschlagen. Die studieren bei uns 3 Jahre lang. Und ich bin praktisch dann einer, der 3 Jahre lang diese 30 Trainer durch Studium führt. Ich organisiere das ganze Studium. Ich halte Prüfungen ab, ich besuche die, ich berate die, aber hauptsächlich organisiere ich das Studium über die 3 Jahre für diese Trainer oder Trainerinnen. Ne? Ja. Das mache ich eben. Und darum habe ich in allen Sportarten immer so großen Einblick und kenne viele, viele Bundestrainer, viele Nationaltrainer, weil die bei uns einfach studiert haben. Ja, cool. Ja? Ja, das ist echt cool, genau, um es mit euren Worten zu sagen. Das ist cool. Und hast du zum Abschluss irgendwie noch so eine VfL-Anekdote oder so, die du uns erzählen kannst? Was ist so da hätte ich mich eine jetzt Erinnerung, die dir vielleicht die ganze Zeit noch im Gehirn rum... Ja, legendär waren natürlich immer die Siegesfeier, ich glaube im Kauf, hieß das Kaufhof früher, da diese ja. Fußballgarage, ne? Die waren natürlich legendär in diesen kleinen Cocktailbars, die es bestimmt immer noch, oder diese kleinen, das waren schon Halbdiskotheken, Bars und so, wo gut Musik lief. Ja, da haben wir natürlich immer danach gefeiert und das war immer ein tolles Event, wo auch nicht nur Judoka kam, sondern auch andere Leute, die vielleicht in der Halle zugeguckt haben oder die davon gehört haben. Es war immer ein schönes, schöner Abend, sage ich mal so. Ansonsten, ja, waren es einfach nur tolle Abende, ja, einfach nur tolle Feiern. Und ich war einmal dabei, da sind wir Europapokalsieger geworden, das war auch toll. Mit dem VfL Wolfsburg, wo ich auch dazu beigetragen habe. Deswegen kann ich das auch gut sagen. Wenn ich verloren hätte, hätte ich es vielleicht nicht so angedeutet, aber ich habe auch gewonnen. Ja, und das waren einfach schöne, schöne Erlebnisse. Ja. Hast du die Medaille noch, oder? Ja, klar. Ihr habt mich doch angerufen. Pass auf, ich zeige dir euch jetzt mal. Ich habe die extra rausgeholt. Guck mal, das ist die eine. Boah. Na, so, und jetzt, die fällt sonst raus, und das ist die zweite. Ja. Wunderschön. Hier ist Gold und hier, wie man sieht, ist Silber. Gut, das sind natürlich Sachen, die hole ich nur raus. Also die sind natürlich versteckt, die findet auch keiner, selbst ich manchmal nicht mehr. Ja, manchmal wollen das eben so Kinder sehen oder bei solchen Sachen, dann kann man die auch anfassen. Ne? Das Schöne ist, das zeige ich euch jetzt mal, die eine Seite hier, die eine Seite ist eigentlich immer die gleiche. Ne? Mhm. So, und die andere Seite darf dann das Gastgeberland selbst gestalten. Ne? Und wenn man jetzt hier sieht, das hier, das seht ihr nicht, das sind jetzt zweimal die gleichen. Mhm. Seht ihr das?
Ja. Nee, so, ja. Ne? So, und die Rückseite sind natürlich anders. Hier ist eine weiße Tau. Ja. Ne? Und das sind immer unterschiedliche, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob das immer noch das gleiche Verfahren ist, dass die Vorderseite immer die gleiche ist und die Rückseite das Gastgeberland gestalten darf. Ne? In Seoul war es eben die Friedenstaube. Jo. Und so manchmal, zu besonderen Anlässen, guckt man sie sich nochmal, also ich jetzt nicht, ja, aber so wie heute, schön, Geburtstag, alles klar. Man gibt ein schönes Interview und zack, holt man mal die Medaillen raus. Ne? Sehr, sehr cool. Vielleicht nochmal als letzte Frage abschließend. Was würdest du denn vielleicht jungen, anstrebenden Judo-Athleten und Athletinnen mit auf den Weg geben? Ja. Das ist immer eine interessante Frage. Manchmal halte ich auch Vorträge darüber, was ich von Sportlern erwarte. Also es sind unter jungen Athleten, denke ich mir mal, jetzt alle Sportler. Ja? Also das, was man nie machen darf, dass wenn man verliert, dass man die Entschuldigung bei anderen sucht. Man hat es immer selbst in der Hand. Oder ich sage mal zum größten Teil. Ja, und ich habe viele Sportler kennengelernt, damals, als ich noch Athlet war, aber auch als ich Trainer war, wo dann die Athleten ankamen, ja, aber es ist deswegen und der Kampfrichter und die Matte und was, die war so rutschig und egal was. Dann kann ich immer nur sagen, den anderen ging es aber genauso, dein Gegner. Und der musste auch mit diesen Gegebenheiten umgehen können, ja. Und dann gibt es ja diesen Spruch, den kennt ihr bestimmt, Gewinner suchen nach Lösung, Verlierer nach Entschuldigung. Und danach habe ich eigentlich immer gelebt. Und das war auch sehr anstrengend für mich, weil jede Niederlage, die ich erlitten habe oder die ich ertragen musste, das ist schon nicht einfach, die habe ich mir selbst zugeschrieben. Egal, was passiert ist. Egal, ob der Kampfrichter jetzt tatsächlich vielleicht mal, hätte man nicht geben müssen jetzt die Wertung oder die Strafe. Ja? Oder, aber ich habe es mir immer selber zugeschrieben. Aber auch als Trainer. Und das ist sehr schwierig, denn damit immer umgehen zu müssen, egal was passiert, dass man sagt, okay, zuerst habe ich erstmal Schuld. Zuerst gucke ich erstmal, was hätte ich anders machen können. Und das sind so, ja, das sind so Sachen, die, da habe ich so nachgelebt. Und die würde ich auch jeden jungen Athleten, aber auch jeden anderen Menschen empfehlen. Ja, sich da irgendwann mal im Gewinner suchen, immer nach Lösungen. Das heißt, immer zukunftsorientiert zu denken. Ihr kennt bestimmt Situationen, wo man sich immer noch ewig drüber ärgert. Oh, gestern, da ist das, oh, hätte ich doch und wenn und aber. Gestern ist vorbei, kannst du nicht mehr ändern. Ne? Ja. Also suchst nach Lösungen und guckst nach vorne. Und ja, das ist manchmal sehr schwierig, weil man trotzdem immer noch in diese alten Muster reinfällt, weil kennt ja jeder, man hat Tennis gespielt, Fußball gespielt, man hat verloren und dann macht man sich immer noch darüber, ja, wir haben verloren deswegen und deswegen, anstatt einfach nur nach vorne zu gucken. Ne? Ja. Okay, gut, das ist ein kleiner Exkurs aus so einem kurzen, manchmal Vorträge, die ich halte, auch bei jungen Menschen übrigens. Hm? Ich habe mich da auch manchmal selber wieder gehört. Wenn man lag auf Platz oder keine Ahnung, der Schiri war schlecht. Ja, genau. Okay, dann ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und diese Fragen so schön beantwortet hast. Da haben wir eine Menge tolles Material bekommen auf jeden Fall. Und dann im Namen von uns allen und vom e.V. und von der Geschäftsstelle wünschen wir dir einen ganz, ganz tollen Geburtstag, einen ganz tollen Urlaub auch, dass du die Zeit genießt und vor allen Dingen, dass du immer so ehrlich und offen bleibst, wie du bist. Das hat nämlich sehr viel ehrlich. Spaß, mit Leuten zu reden, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank und liebe Grüße auch an den Rest der Wolfsburger und Wolfsburgerinnen, ja, zu denen ich immer noch sehr verbunden bin und irgendwann werde ich in Wolfsburg mal auftauchen. Weil wir werden irgendwann mal so ein Veteranentreffen, denn da machen wohl anscheinend oder so ein altes Wolfsburger Treffen und da bin ich dabei. Sehr schön, ja? Da kannst du sehr gerne mal in die Geschäftsstelle vorbeikommen, würden wir uns okay. auch freuen. Ja, werde ich machen. Okay, dann mach's gut, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss.